Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer miserablen Hordennacht. 2. 3. 5. 7. was auch immer. Es ist kacke. Also ich find's wirklich Mist. Ich habe absolut keinen Plan, was hier passiert sein kann. Ich meine, die Zombies vorhin haben mich ja auch schon ignoriert. Und ja, dementsprechend habe ich keine Ahnung, was hier noch so los ist. Ob das hier irgendwie... Nein, keine Ahnung. Also es bleibt verwirrend. Wir gehen hier mal auf die Suche. Vielleicht finden wir ja noch den einen oder anderen Übeltäter. Aber so wie es aussieht, haben wir wohl die erste Hordennacht, so lächerlich es auch ist, überlebt. Ich hoffe, es kommen viele, viele, viele Tipps von euch, dass ich bis zum nächsten Mal gucken kann und korrigieren kann. Denn sonst hätte ich keine Ahnung, was hier los ist. Das habe ich jetzt auch so als Problem noch nie wahrgenommen und hatte ich auch so noch nie. Stand da einer vor der Tür? Hier ist eine Lampe. Mann, ich stand vor ihm in der Hordennacht, unten, auf dem Boden. Und er hat mich nicht gesehen. Was soll das? Zack. Zack. Das war knapp. Das war knapp. Startet gerade undetected? Ja, also... Ich wüsste halt nicht, von wem ich jetzt detected gewesen sein sollte. War ich hier eigentlich schon mal drinne? Kann man die Dinger looten? Cool. Hallo? Na? Auch ein schönes Foto. Gibt's hier auch mal irgendwas, was nicht irgendwie mega auffällt. Komm, hier so. Zack. 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 Hi. Na? Ja, ich würde sagen, so macht das keinen Spaß. Ich hoffe mal, dass gleich bei Tagesanbruch sich das alles wieder ändern wird. Ansonsten haben wir hier irgendein großes Problem. Was mir so überhaupt nicht zugute kommt. Naja. Letzten Nachzuckungen. Bin mal gespannt. Lassen wir uns jetzt erstmal nicht beirren, machen einfach weiter. Und zwar, was könnten wir denn so machen? Wir könnten erstmal Holz farmen. Oder wir könnten auch die anderen Häuser, Schrägstrich Städte untersuchen. Dafür bräuchten wir das beides zum Beispiel. Dann würde ich noch eine Ranch einpacken wollen. Das kann dafür weg. Knochen und Fleisch kommt hier rein. Na doch, Schwarzpulver ist denn hier. Metall ist hier. Leere Gläser haben wir dort oben.
Sandwiches gehören denn dorthin? Die Bandagen behalten wir. Ja, und sonst würde ich sagen, nehmen wir uns noch ein bisschen davon und ein bisschen davon und machen uns noch ein bisschen Tee. Perfekt. Reicht locker. So, und dann schauen wir noch mal zu dem anderen da. Zu dem Laden da vorne. Und wenn das jetzt nichts bringt, werde ich wohl doch den Server reaktivieren. Also den Spielstand rüberholen. Wie gesagt, es tut mir äußerst leid, dass das jetzt so passiert ist, aber ja. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern, sage ich jetzt mal. Drive-through, yep. Okay, ich hätte beschwören können, letztes Mal lag da oben noch einer. Heute schläft da wer? Und auch der sieht mich scheinbar nicht. Ja, die Folge bringe ich jetzt noch mal zu Ende. Ist ja jetzt eigentlich auch wurscht. Siehst du mich wirklich nicht? Ist natürlich gut zum Leveln. Aber das wollen wir jetzt mal nicht ausnutzen. Stühle nehmen wir mit. Die Rohre sehen ja geil aus, so zerknittert. Wie so Flexrohre. Ein Mützchen. Es dachte mir bald, dass hier nur unnützer Kram drin ist. Aber naja, es treibt alles Scavenging hoch, ne? Und umso höher unser Scavenging ist, umso eher können wir uns mal an einen Safe trauen. Hallo? Nein, gut. Dann lassen wir es. Möchten wir jetzt ja auch nicht unnötig Level ercheaten, sage ich jetzt mal. Ja, es gefällt mir jetzt wirklich nicht, was hier gerade läuft. Das weiß ich nicht. Ich würde jetzt eigentlich Cut machen wollen am liebsten und das Problem suchen, nur ich könnte beschwören. Ich finde das Problem einfach nicht. Und ich muss jetzt aufnehmen. Da komme ich leider nicht umher. Ansonsten habt ihr während meines Urlaubs halt nichts. Wie gesagt, falls ihr eine Lösung habt, schreibt mir. Falls ich nun keine Lösung gefunden habe dafür, bin ich euch sehr dankbar dafür. Wirklich sehr dankbar dafür. Das kann ich nicht looten, das auch nicht. Gib mir, gib mir. Hey, sag mal. Dann hätte ich die ja doch looten können. Sehr stupide Arbeit hier. Ach, dabei fällt mir ein, ich könnte hier Dinge jetzt mal wieder runterdrehen. Video Zip. Das hatte ich auf 120 und das fand ich auch gut so. Naja, 121 von mir aus. Dreht den Kohl jetzt nicht fett. Äußerst stumpf jetzt. Was hatten wir da noch? Ein schönes Hemd. Okay. Oh, da habe ich jetzt gar nicht. Eine Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille. Schematics. Kann ich das schon? Yes.
Ein Kochtopf, auch nicht schlecht. Stuhl, Stuhl. Stuhl, Stuhl, Stuhlgang. Stuhl, Stuhl, Stuhlgang. Ja, schlafende Zombies sollte man nicht wecken. Das ist ein altbekannter Spruch von meiner Mutter, den habe ich schon in meiner Kindheit gehört. Und das ist auch ganz richtig so. Merkt euch das. So, dann sollten wir jetzt hier mal anfangen durchzuscrappen, würde ich mal behaupten. Das ist unser Holz. Das kostet nichts, das kostet nichts, das kostet auch nichts. Die Sonnenbrille kann man tragen, die ist cool. Danke. Das weg, das weg, das weg, das weg. Weg. Laserduster, den würde ich ganz gerne behalten, falls mir mal kalt sein sollte. So, jetzt haben wir auf jeden Fall jede Menge Stoff. Und weiter geht die frohe Looting-Tour. Ist natürlich entspanntes Looten, ne? Also. Oh, Latzhose. Für irgendwas war die auch mal gut. Gibt's hier echt gar nichts zum Looten? Ist ja bitter. Ha! Hier hängen Stofffetzen? Alter! Du bist ja gemein. Das ist ja cool, so Wäscheleinen hier oder was? Cool gemacht. So, dann nehmen wir dich noch mal weg. Na komm. Drei Zombies und keiner steht auf. Nachts im Wäschelager. Dabei ist es gar nicht nachts, ne? Egal. Das muss ja keiner wissen. Keiner gesehen. Entschuldigung, dürfte ich da mal ran? Danke sehr. Hier so. Mhm. Pulli. Nee, safe machen wir mal nicht. Ja, was soll ich machen? Jetzt eine Looting-Tour ist zwar echt blöd, wo die alle mich nicht angreifen, aber irgendwas muss ich jetzt nochmal 7 Minuten lang machen. Und irgendwas ist hier gerade kaputt gegangen. Hoch, hoch. Dann nehmen wir die. Öpf. Was soll denn das? Öpf, öpf. Nichts Interessantes auf dem Dach. Ich laufe hier aber auch rum. Ah ja. Sehr schön. Ich wollte sagen, ich laufe hier aber auch rum, als wenn hier wirklich nichts sein könnte. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass die Funpimps diese Fallböden eingebaut haben. Und ja, das ist ziemlich gemein. Vor allem gemein gefährlich. Aber lustig. Haben sie echt lustig gemacht. War ich hier jetzt schon drinne? Ich weiß es gar nicht.
Hinhocken, ja, ich weiß. Moin. Interessierst dich immer noch nicht für mich? Schade. Hund, interessierst du dich für mich? Also den würde ich ja lieber mal... Gut. Guten Tag. Dürfte ich mal kurz... Ja, das kannst du schon wieder ungestört weitermachen. Skrepp, Skrepp, Skrepp. Skrepp, Skrepp. Ist das egal? Obwohl, nee, da unten haben wir schon. Trinken könnte ich mal wieder was. Na, da wollten wir. So. Dann, nein. Froher Loot-Ausflug. Was flackert denn hier so? Ach, die Fackel, ne? Also diese Spiegelungen sind schon echt heftig teilweise. So wie vergrößert, ne? Wie riesig das einfach sein muss, ist... Na, egal. Egal. Nicht unser Problem. Das Press hier nehmen wir mal mit. Das ist das, was ich übrigens meinte. Zack. Alter. Das dauert ja ewig. Dauert das mit der hier immer noch ewig? Auf gar keinen Fall mache ich da weiter. Also. Da muss ich erstmal Bettmechanik hochballern. So ein Krampf jetzt hier, um einen so einen Wasserhahn zu kriegen, ne? Nee, nee. So nicht. So, hier noch irgendwer. Auch nicht, danke. Komm, machen wir wieder zu. Eine Chemiestation. Destroyed. Kriegen wir hier irgendwie großartig. Trinken wir da erstmal was. Drink. Dann gibt's Ausdauer. Kriegen unseren Tee-Buff. Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann. Mir fällt dazu echt gar nichts mehr ein. Es tut mir wirklich total leid, was hier gerade passiert. Ich habe da jetzt auch keinen Einfluss drauf. Also, ich mache es ja nur auch nicht absichtlich. Ärgert mich ja mindestens genauso. Hier irgendwas Interessantes? Außer dieser Troller da? Bestimmt, sonst hätte ich hier nicht drauf gehen können. Alter, ganz viele Klimaanlagen. Ach du bist wieder so eine Dame. Huch, das war einer von diesen Kaputtmachböden. Sehr gut. Die hier, ne? Das sind die, die einbrechen, würde ich mal behaupten. Ja, sonst gibt es hier nichts Spannendes. Denke ich mal. Ja, genau, die hier. Hüpf. Doch, da ist was Spannendes.
Da ist noch was Spannendes. Öpp. Alter. Was gibt's denn hier alles zu looten, ey? Mit Safe. Ich glaube, hier hat irgendjemand die Texturen kaputt gemacht. Aber hey. Wie gesagt, nicht mein Bier. Also Leute, wisst ihr, im Zwischenboden, in diesem... Alter! Guckt euch das an. Das sind auch nur 62. Das ist ja eine SMG. Eine komplette SMG. Und Schematics. Alter. Es lohnt sich auf jeden Fall, Leute. Guckt mal oben. Unterm Dach. Scheiß die Wand an. Da hätte ich ja nie mit gerechnet. Kommt die beiden weg. Ärgerlich, dass diese ollen Zombies jetzt hier die ganze Zeit doof rumstehen. Aber das nehme ich jetzt mit. Auch wenn die alle super schlecht sind. Oh, eigentlich sollte ich... Nein, ich lasse das jetzt auch. Ich lasse die da drinne. Und werde dann... irgendwann anders wiederkommen. Das werden wir uns merken, hoffentlich. Und... oh. Eben gerade saß hier noch wer. Und das werden wir uns merken und das werden wir uns merken. Und weil wir uns das merken, merken wir uns das. Da gucke ich jetzt nochmal rein. Vielleicht finde ich da ja Mining Helm drin. In die untutscht Sedan. Ja, nee. Komm, den skrippen wir jetzt doch einfach weg. Breath brauchen wir nicht. Das ist alles absoluter Müll hier. Aber es ist eine Sniper. Ach, ich liebe Sniper. Komm, die drei Papier brauche ich auch nicht. Die zwei Federn brauche ich aber auch nicht. Also, wenn es danach geht... kann aber auch nicht aufhören. Oh Mann, doch. Das lassen wir jetzt. Ich laufe jetzt zurück nach Hause. Guck nochmal im Müll rein. Und laufe zurück nach Hause. Werde mich entmüllen. Und ja, dann werde ich dem Problem nochmal auf den Grund gehen. Ich weiß absolut nicht, was hier jetzt passiert ist. Und... ich finde es auch sehr schade. Wenn wir jetzt doch neu anfangen müssten, könnten wir wenigstens die 16.3 ausprobieren. Weiß ich nicht. Ich gucke mir das an. Freunde, ich danke euch fürs Zusehen und Aushalten. Gucken wir mal nach draußen. Schön. Oh, die Bäume wachsen ja schon freundlich. Ich danke euch fürs Zusehen und Aushalten und würde mich freuen, wenn ihr auch zum nächsten Mal wieder einschaltet zu 7 Days to Die. Ja, bis dahin. Tschüss.